Springer produziert täglich Schlagzeilen. Doch seit einiger Zeit steht der Konzern selbst im Fokus. Bild-Chefredakteur Julian Reichelt musste gehen, unter anderem, weil er über einvernehmliche Beziehungen mit ihm unterstellten Mitarbeiterinnen gelogen hatte. Die Frage ist allerdings, ist das nur ein Problem mit Reichelt oder der Bild-Zeitung oder geht es um die Atmosphäre im gesamten Konzern, um den Vorstandsvorsitzenden Matthias Döpfner? Aber auch die restliche deutsche Presse steht in dieser Sache nicht besonders gut da. Erst als die New York Times in den USA über Springer berichtete, stieg sie, die deutsche Presse, auf das Thema wirklich ein. Dr. Martin Jastorf war selbst 12 Jahre Manager im Springer-Konzern, zuletzt als Direktor der strategischen Unternehmensplanung. Jetzt berät er Firmen zum Thema Unternehmenskommunikation und lehrt als Gastprofessor Medienmanagement. Willkommen, Herr Jastorf. Schönen guten Tag, Herr Stindl. Warum sind Sie eigentlich bei Springer damals ausgestiegen? Ja, das ist eine gute Frage. Ich war 12 Jahre lang bei Axel Springer und wie das so in großen Konzernen ist, war mein Mentor jemand, der mit Herrn Döpfner um den Vorstandsvorsitz konkurrierte. Und wie das ausgegangen ist, das wissen wir ja nun alle. Und insofern war dann meine Zeit bei Springer auch begrenzt. Schönes Beispiel dafür. Danke für Ihre Offenheit, dass es immer auch von Menschen abhängt, wie man in einem Konzern miteinander umgeht oder wie man auch weiterkommt. Springer ist ja ein Konzern mit mehreren Milliarden Euro Umsatz. Wie ist eigentlich generell die Atmosphäre dort, wenn man dort arbeitet? Ja, das ist tatsächlich für einen Außenstehenden schwer zu beschreiben. Springer hat wirklich eine sehr eigene Unternehmenskultur im Positiven, aber teilweise auch im negativen Sinne, das muss man klar sagen. Im positiven Sinne, weil es doch eine enorm hohe Identifizierung der meisten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit dem Unternehmen gibt. Es war nie ganz einfach für Springer zu arbeiten. Als ich anfing, 1991 war das schon, war das eher noch schwieriger, weil Springer wirklich tatsächlich für die Bild-Zeitung stand und für eine sehr konservative Haltung. Das hat sich aber im Laufe der letzten Jahre enorm gedreht, muss man sagen. Also wenn ich mich erinnere, dann war damals Gruner und Jahr das große Vorzeigemedienunternehmen. Mittlerweile, muss man ja ehrlicherweise sagen, hat Springer auch durch die Umorientierung in Richtung Digitalisierung und digitale Medien einen enormen Wachstumsschub und auch eine enorme Trendwende geschafft. Nichtsdestotrotz ist tatsächlich dieser Geist des Axel Springer in diesem Unternehmen immer noch zu spüren. Das war jetzt eine Lobrede, aber Sie hatten 2 halbe Sätze gemacht. Es geht auch um nicht so Angenehmes, sagten Sie. Ja, natürlich. Also wie, ich glaube, in vielen großen Konzernen gab es auch eine unglaublich turbulente Zeit bei Springer, in der tatsächlich nach dem Abgang Peter Thams damals, dem leitenden Konzernchef, gab es eine riesige Unruhe in dem Unternehmen. Es wurden 10 Vorstandsvorsitzende in 11 Jahren verbraucht. Das tut so einem Unternehmen nicht gut. Ich will auch nicht verhehlen, dass es so eine Art Wagenburg-Mentalität durchaus gegeben hat und wahrscheinlich heute immer noch gibt, weil eine konservative Stimme in der Medienlandschaft ja auch eher selten ist, muss man ehrlicherweise sagen. Und insofern war das nicht immer ganz einfach in diesem Konzern. Er war lange von vielen Intrigen geprägt, von vielen Machtkämpfen geprägt. Da ist mit der Intronisierung Döpfners als CEO sicherlich etwas mehr Ruhe reingekommen. Aber nach wie vor scheint sich doch da eine sehr, so eine Buddy-Mentalität durchgesetzt zu haben. Döpfner hat jetzt ja vor kurzem gesagt, dass diese toxische Atmosphäre oder die Probleme, nennen wir es mal so, es nur bei der Bild-Zeitung gäbe. Dann ist Julian Reichelt gegangen, also alles erledigt, alles wieder gut. Der Rest des Konzerns sei in allerbester Ordnung, auch atmosphärisch. Wie sehen Sie das? Ja, man kann, glaube ich, nicht von dem Springer als Konzern sprechen, der jetzt überall die gleiche
die gleiche Art und Weise, die gleiche Kultur prägt. Das sind schon sehr, sehr unterschiedliche Geschäftsfelder. Und auch hat die Bild-Zeitung immer so eine Sonderrolle im Konzern gespielt. Natürlich lange Jahre als der Gewinnbringer, als die auflagenstärkste Zeitung Europas. Das hat schon zu einer gewissen auch Überheblichkeit der Bildmannschaft geführt, das will ich gar nicht verhehlen. Ob zu Recht oder Unrecht, lasse ich mal dahingestellt. Ich glaube, diese Mentalität hat sich sicherlich bis heute erhalten, aber Springer ist viel diverser geworden und hat viel mehr Facetten bekommen, auch durch die Digitalisierung. Ich glaube, man kann da wirklich nicht alle Redaktionen über einen Kamm scheren. Bleiben wir nochmal bei der Bild-Zeitung und Julian Reichelt. Döpfner hat ja die Springer-Mitarbeiter in der Nachfolge dieser Affäre gebeten, sich bei Machtmissbrauch und respektlosem beruflichem Umgang zu melden, offen zu sprechen und, Zitat, keine Angst zu haben. Das klingt ein bisschen wie ein Witz, nachdem Döpfner so lange an Reichelt festgehalten hat. Ja, Da will ich Ihnen recht geben, das klingt nicht besonders geschickt formuliert. Solange an Reichelt festgehalten, würde ich gerne ein bisschen relativieren, ehrlich gesagt. Also es gab eine Untersuchung mit Hilfe von Freshfields, einer ja nun wirklich nicht unbekannten Kanzlei, der ich nicht unterstellen würde, dass sie sich vor den Karren eines Springer-Vorstandes spannen lässt. Und diese Untersuchung hat offenbar, ich kenne sie nicht, es können sie nur drei Leute offensichtlich auf dieser Welt, hat aber offenbar nicht dazu geführt, dass es genügend Anhaltspunkte gab, Herrn Reichelt zu entlassen. Dass das jetzt geschehen ist, ist offensichtlich der Tatsache geschuldet, dass Herr Reichelt sich an seine eigenen gegebenen Versprechen nicht gehalten hat. Und was soll man auch machen, ehrlich gesagt, als Vorstandsvorsitzender, als zu sagen, meldet es mir. Ich reagiere, wenn ich davon erfahre. Ja, das ist genau die Frage. Ne? Reagiert er denn tatsächlich? Denn nach dieser Compliance-Untersuchung bei Reichelt im März, 12 Tage hat sie gedauert, war er wieder drin. Das klingt jetzt wahrscheinlich für Mitarbeiter nicht so, als sei das, als würde wirklich tatsächlich durchgegriffen. Gehen wir noch mal ein bisschen in die Hubschrauberperspektive. Döpfner hat in einer so einer Art Unterstützungs-SMS, die er privat nennt, sagen wir mal vielleicht halbprivate SMS, da ging es um die Corona-Regeln in Deutschland, gesagt, zu Reichelt und über Reichelt, er ist halt wirklich der letzte und einzige Journalist in Deutschland, der noch mutig gegen den neuen DDR-Obrigkeitsstaat aufbegehrt. Fast alle anderen sind zu Propaganda-Assistenten, also alle anderen Journalisten zu Propaganda-Assistenten geworden. Dafür hat er sich ja jetzt allerdings erst nach heftiger öffentlicher Kritik entschuldigt. Reicht das als Entschuldigung, so ein Satz von einem Konzernvorsitzenden? Also das war sicher nicht der geschickteste Satz, den er hätte aussprechen können bzw. schreiben können. Das weiß er selbst und hat sicherlich auch nicht damit gerechnet, dass dieser Satz veröffentlicht wird. Ob er jetzt in einem wirklich ironischen Umfeld... Darum geht es ja, Herr Jastorf, darum geht es ja nicht. Es geht ja nicht darum, ob er veröffentlicht wird oder nicht, sondern das ist ja seine Meinung. Also insofern, ob er jetzt veröffentlicht gehört oder nicht, kann ein Vorsitzender des Bundesverbands der Digital-Publisher und Zeitungsverleger so etwas meinen, unabhängig davon, ob es jetzt nach außen kommt oder nicht? Herr Stöndl, das kommt eben darauf an, in welchem Mut, in welcher Stimmung dieser Austausch stattgefunden hat. Und das wissen wir wahrscheinlich beide nicht. Ob das jetzt eine ironische Bemerkung war oder ob er das wirklich ernsthaft so meint. Ich kenne Herrn Döpfner ein bisschen, ich kann mir das ehrlich gesagt kaum vorstellen, dass er zu sehr deutlichen Kommentaren neigt und dass er sicherlich auch eine sehr klare Position innehat. Das steht außer Frage. Aber er ist sicherlich nicht, wie man im Moment so bei manchen Medien sehen und lesen und hören kann, in die rechte Ecke zu stellen. Also das wäre wirklich eine Unterstellung, die man bezüglich Herrn Döpfner so nicht stehen lassen darf. Kann er als Vorstandsvorsitzender des Bundesverbandes, also als Cheflobbyist der Verleger, bleiben? Florian Gless, Chefredakteur des Stern, forderte Döpfner ja auf, von allen Posten und Ämtern zurückzutreten.
Ich glaube, das müssen die BDZV-Mitglieder selbst entscheiden, ob er bleiben kann oder nicht. Aber Sie haben eine Meinung dazu. Ja, ich hab eine Meinung dazu. Es wird Sie vielleicht überraschen, dass die nicht dem Mainstream angehört. Also ich halte die Äußerung, die er gemacht hat, für absolut falsch natürlich. Nochmal, ich weiß nicht, in welcher Stimmung diese Äußerung gefallen ist. Was ich allerdings tatsächlich teile, ist das Vermissen einer etwas kritischeren und auch etwas konservativen Position, für die diese Medienlandschaft auch Gehör haben muss. Ja, in dem Moment, in dem man konservative Positionen äußert, wird man ja sehr schnell heutzutage in eine Ecke gestellt, in der man unter Umständen wirklich gar nichts zu suchen hat. Und dass Herr Döpfner weit weg ist von der AfD oder ähnlichen politischen Richtungen, das hat ja selbst der Spiegel konstatiert. Also wenn Sie mich fragen, glaube ich, dass er als BDZV-Präsident bleiben kann, auch wenn er sich einer sehr kritischen Diskussion stellen muss, gar keine Frage. Wie mächtig ist Döpfner eigentlich selbst? Er ist ja Vorstandsvorsitzender, auch Miteigentümer am Konzern Axel Springer. Könnte er auch angesichts so einer Atmosphäre in seiner Position noch selber gehen müssen? Könnte ihm das gefährlich werden? Das glaube ich nicht. Erstens gehören ihm über 20% des Verlages. Und zweitens hat er, denke ich, immer noch das Vertrauen der restlichen Anteilseignerinnen und Eigner. Und ich glaube nicht, dass man bei Springer gehen muss, weil man eine politische Krise aushält. Dazu hat dieses Haus viel zu viele politische Krisen erlebt. Erst als die New York Times über den Fall berichtet hat, stiegen die deutschen Medien ein. Gibt es so eine Art Beißhemmung bei deutschen Medien, seien sie nun konservativ oder links oder wie man das immer verorten will, so eine Art Beißhemmung gegenüber dem Springer-Konzern, weil der so mächtig ist, wirtschaftlich und publizistisch? Also eine Beißhemmung anderer Medien gegenüber Springer habe ich ehrlich gesagt noch nie erlebt. Die Bild-Zeitung war schon immer natürlich Ziel heftiger Kommentare, auch weil sie sich so verhält, wie sie sich verhält. Also ich glaube nicht, dass es da eine Beißhemmung gibt gegenüber dem Springer-Konzern. Und so mächtig ist er dann auch wieder nicht, dass er andere Verlage ernsthaft beschädigen könnte. Es ist immer ein bisschen, ich muss selbst gestehen, es ist immer ein bisschen, finde ich, zwiespältig, wenn Medien über Medien berichten. Das ist eigentlich nicht ihre Kernaufgabe. Aber natürlich muss man Unregelmäßigkeiten in verschiedenen Unternehmen aufdecken, so auch bei Medienhäusern. Aber dass es eine Beißhemmung gegenüber Springer gäbe, das kann ich nun wirklich nicht bestätigen. Und dass die New York Times diesen Zeitpunkt gewählt hat der Veröffentlichung, ist, glaube ich, aber das ist eine pure Spekulation, verzeihen Sie mir das, auch nicht ganz unschuldig an an der Politico-Übernahme durch Springer, was eigentlich in den Medien eine sehr große Bedeutung haben sollte. Das ist nämlich das erste Mal, dass ein deutsches Medienhaus ein wirklich bedeutsames, großes amerikanisches Medienhaus kauft. Klar, Springer wird damit noch mehr, und zwar auf dem USA-Markt selber, Konkurrent der New York Times. Gut, dass Sie darauf hinweisen, genau. Finde ich richtig. Bleiben wir gleich bei Politico. Diese liberale politische Zeitung, Digitalzeitung Politico, gekauft mit angeblich über 1 Milliarde Euro, die größte Einzelinvestition in der Konzerngeschichte. Jetzt sagen Politico-Redakteure in den USA, es gäbe auf einmal die Anweisung, ab sofort israelfreundlich zu berichten. Unabhängig davon, ob das jetzt stimmt oder nicht stimmt, darf ein Eigentümer das? Darf er so eine Leitlinie einem Blatt vorgeben, die vielleicht vorher das anders gefahren hat? Selbstverständlich darf er das. Es gibt in das Recht, auch in Deutschland, als Verleger die Blattlinie vorzugeben. So wie jeder Unternehmer die Geschäftsausrichtung seines Unternehmens bestimmen darf, so darf ein Verleger auch eine Blattlinie vorgeben. Da gibt es dann natürlich Grauzonen, wie weit darf man gehen, wie weit nicht. Aber Sie wissen wahrscheinlich auch selbst, dass jeder Springer-Mitarbeiter, jede Mitarbeiterin, jeder Mitarbeiter
bestimmte Leitlinien des Hauses unterschreiben muss. Und dazu gehört die Aussöhnung Deutschlands mit Israel. Da Springer das bei Politico einführt, muss ich ehrlich sagen, habe ich noch nicht gehört. Würde mich ehrlich gesagt aber nicht wundern. Ich frage jetzt mal in die andere Richtung, was Einfluss eingeht. Könnten Sie sich vorstellen, dass es in der Sache Reichelt auch Einfluss aus der Politik, aus der Bundesregierung, in welcher Form auch immer, auf Springer gegeben hat? Denn der Bildchef war ja ein extremer Kritiker der Corona-Gesetzgebung und der Corona-Regeln. Also musste Julian Reichelt eventuell, wenn nicht auf Geheiß, aber dann auf Empfehlung der Politik gehen? Ist auch so ein Einfluss vorstellbar? Also, dass Julian Reichelt sich in der Berliner Politik keine Freunde gemacht hat, ist kein Geheimnis. Wobei ich das nicht reduzieren würde auf die Kritik an den Corona-Regeln. Reichelt, Ronsheimer, Strunz, BTV gehen extrem kritisch mit der Berliner Politik und den Berliner Politikerinnen und Politikern um und sind deswegen enorm unbequem. Das ist keine Frage. Dass die Politik auf Personalien im Springer-Konzern Einfluss hat, das halte ich für absolut ausgeschlossen. Im Gegenteil, das würde zu, glaube ich, eher einer Solidarisierung führen als zu einer Gefolgschaft. Herr Astorf, ich danke Ihnen für das Gespräch. Sehr gerne, Herr Stündl. Vielen Dank.